ein letztes und drittes Mal aufs Ziel gucken und dann meinen Schwung auszuführen. Es wird sehr, sehr viel bringen. Es wird dir mehr Sicherheit geben. Du wirst dadurch konstanter spielen. Du wirst eine Routine haben. Und ganz entscheidend, da wo du richtig Druck empfindest, da ist dein Pre-Shot-Routine Gold wert. Obwohl meine vorgeschlagene Pre-Shot-Routine für dich 5 Teile hat, wirst du sehen, dass es sehr fließend und schnell abläuft. Wir wollen natürlich nicht, dass diese Routine bedeutet, dass du langsamer spielst. Teil 1 und 2 finden an der Tasche statt. Alle Schläge sollten in der Tasche sein. Und als erstes solltest du entscheiden, was du überhaupt tun möchtest. Vielleicht hast du vor der Runde entschieden, was du an den verschiedenen Abschlägen tun möchtest, aber vielleicht sind wir am Fairway und wir müssen dann gucken, wie ist das Fairway, wo sind die Gefahrseiten, wie ist der Wind und welcher Ballflug möchte ich spielen. Dann, nachdem du das gemacht hast, schlage ich stark vor, dass du Zeit für dich findest, dass du in dich kehrst, dass du dann für einen kurzen Moment alles außenrum so ausblendest. Und da ist es gut, das zu tun, was fast alle Pros machen, dein Atmen zu verwenden. So, was ich dir vorschlage, ist, atme erstmal tief ein und dann wieder raus. Und während du das tust, spüre, was da passiert. Spüre, wie deine Lunge gefüllt wird, wie du kurz anhältst und wie du langsam die Luft ausatmest. Das entspannt und wenn du voll darauf fokussierst, dann siehst du nicht mehr deinen Gegner. Du denkst nicht an das, was kommen wird. Dann ist es Zeit, den Schwung, den du gerade entschieden hast zu machen, zu spüren. So steh hinter dem Ball und ich finde es am besten, wenn dein Brust zum Ziel zeigt. So kannst du das Ziel anschauen und gleichzeitig deinen Schwunggedanken umsetzen. Mein Schwunggedanke ist einfach zu gucken, dass am Ende des Rückschwungs, dass ich meinen Schläger so senke, dass das Griffende etwas außerhalb des Balles zeigt. Zielen. Such dir einen ganz kleinen Punkt aus. Ich möchte hier ein Draw spielen. Ich ziele auf die linke Kante vom rechten Bunker. Ich richte meinen Schläger zum Ziel aus, dann meine Füße. Und dann halte ich den Schläger locker in der Hand. Ich gucke zweimal zum Ziel und jetzt kommt Teil Nummer 5. Ich schaue den Ball an und ich lasse los. Ich atme leicht damit aus. Ich entspanne meine Schulter etwas. Und dieses Loslassen ist auch so eine Kopfsache, wo ich sage, jetzt werde ich einfach machen. Und dann werde ich gucken, was passiert. Und jetzt brauche ich nur, mich zu entspannen, ein letztes und drittes Mal aufs Ziel gucken und dann meinen Schwung auszuführen. Der Ball ist relativ flach geflogen, aber schnurgerade. Und ich bin jetzt glücklich. Natürlich wird das nicht immer klappen, aber im längeren Sicht, wenn du das jedes Mal tust, wird die Routine dich in eine Lage bringen, wo du den besten möglichen Schwung für dich umsetzen kannst.